Es wird gehämmert, geflext und geschweißt an Bord der MS Salzburg und der MS Österreich, denn es gilt, die beiden Schiffe für die Saison fit zu machen. Das passiert natürlich im Winter, wenn die Schifffahrt saisonbedingt Pause macht. Der Zeitdruck ist enorm, denn in einigen Wochen müssen die beiden Schiffe für die Passagiere aus aller Welt fertig sein. Die 1984 erbaute MS Österreich ist eines der Schiffe am Wolfgangsee, das derzeit in Revision ist, und diese Revision passiert in drei Schritten. Schon im letzten Jahr wurde am Deck der 34-jährigen Österreich begonnen. Dort befindet sich jetzt die neue Überdachung mit neuer Soundanlage und automatischen Rollos. Für kühle Sommernächte oder für die Adventszeit gibt es jetzt auch eine Heizung. Derzeit befinden wir uns in der zweiten Ausbaustufe direkt am Schiff, so gibt es in Zukunft neue sanitäre Anlagen, die auch barrierefrei sind. Ja, die momentanen Bauarbeiten, sehen Sie unsere Mitarbeiter da, ist eine Demontage der Heizungsanlage bzw. eine Neumontage der Heizung und der Klos. Hier, wo die Mitarbeiter sich befinden, kommen jetzt dann die Toiletten aufgesetzt und rechts, wo dieser große freie Raum ist, hier kommt dann der Fäkalientank hinein. Und ganz rechts, hier im Eck, wo man momentan noch nicht sieht, wird dann die neue Bar installiert. Die dritte Ausbaustufe ist dann im nächsten Jahr bei der MS Österreich geplant. Dann wird unter Deck vieles modernisiert und erneuert. Das ist aber noch nicht alles, denn auch die MS Salzburg ist in Revision und wie wir noch etwas später erfahren werden, gibt es auch hier einige Herausforderungen. Ja, hinter uns sehen wir die MS Salzburg, unser neuestes Schiff, das 2004 erbaut wurde und 2008 hier an den Wolfgangsee gelangt. Die MS Salzburg, das ist das letzte Schiff, das noch mit alten Motoren ausgerüstet ist. Und so wird heuer über den Winter das Schiff mit neuen Motoren versehen, sodass hier ein umweltfreundlicher Antrieb möglich ist und auch der Verbrauch und die Effizienz wesentlich gesteigert werden kann. Zeitdruck bestimmt auch hier den Arbeitsalltag, doch vieles wurde schon realisiert. So zum Beispiel im Schott vor dem Maschinenraum, denn hier wurde für die Motoren die Kühlung eingebaut. Also wenn du keine Motorkühlung hast, dann würde der Motor heiß laufen und ja, das nächste ist dann wahrscheinlich Zylinderkopfdichtung kaputt und ja, großer Motorschaden. Aber auch im eigentlichen Maschinenraum hat man einiges vor. Hier werden die Motoren ausgetauscht. Der Grund dafür ist die schon hohe Laufleistung von ca. 45.000 Stunden. Die neuen Motoren sind effektiver und Status quo in der Flotte der Wolfgangsee-Schifffahrt. Durch die gleiche Technik gibt es auch noch den Vorteil der Bestellung und Verwertung von Ersatzteilen. Ein weiteres exaktes Zusammenspiel gibt es ebenfalls im Motorraum, denn die neue Feuerlöschanlage ist ein komplexes, aufeinander abgestimmtes Notfallprogramm im Falle einer Havarie. Die Herausforderung der ganzen Geschichte, wenn es brennt, ist folgendes. Wir bauen eine Feuerlöschanlage ein, die händisch ausgelöst werden kann. Und sobald diese ausgelöst wird, schließen die Jalousien. Das heißt, dass die Frischluftzufuhr für den Motorraum geschlossen wird, damit das Feuer keinen Sauerstoff bekommt und über die Feuerlöschanlage ausgelöscht wird. Vieles also neu in dieser Saison bei der Wolfgangsee-Schifffahrt, die heuer ihr 145-jähriges Jubiläum feiert. Saisonstart ist mit der Osterschifffahrt, die durch die Frühjahrsschifffahrt abgelöst wird. Richtig los geht es dann am 28. April 2018.